Der Hegau ist berühmt für seine steilen Vulkankegel. Und hier vom Gipfel des Hohen Krähen hat man einen super Rundumblick über den Hegau und seine Berge. Ein gutes Dutzend Kegelberge prägen den Hegau. Sie überragen das Umland um etwa 200 Meter. Und genau hier gegenüber ist der Hohen Twiel, der Hausberg der Stadt Singen. Und hinter mir sehen Sie den Hohen Stoffeln, dann den Mägdeberg und den Hohen Heven. Diese Berge befinden sich am Südende Baden-Württembergs, zwischen Schwarzwald, Schwäbischer Alb und Bodensee. Nur ein paar Kilometer westlich von Konstanz liegt der Hegau, entlang der Achse Schaffhausen, Singen, Stockach. Eine kleine Region mit einer spannenden geologischen Vergangenheit. Vor etwa 14 Millionen Jahren ist der Hegau noch eine beschauliche, friedliche Savanne mit Bewohnern, wie man sie noch heute in Afrika findet, zum Beispiel Antilopen. Aber unter ihren Füßen braut sich etwas zusammen. Die Reibung der Kontinentalplatten bei der Auffaltung der Alpen lässt tief unter der Erde Gestein schmelzen, das durch Risse zur Oberfläche aufsteigt. Das hat schwerwiegende Folgen. Wer kann, bringt sich in Sicherheit. Glühend heißes Gestein trifft auf Grundwasser. Schlagartiges Verdampfen führt zur Explosion. Tausende Tonnen vulkanischer Asche werden emporgeschleudert, regnen herab und bedecken als Dutzende Meter hohe Tuffschichten den Boden. In zwei späteren Ausbruchsperioden wölbt magmatisches Gestein die Tuffschichten nach oben. Vor 10 Millionen Jahren kommt so Basalt, vor 7 Millionen Phonolithgestein an die Oberfläche. Zum Teil erkaltet es noch im Boden. Manchmal bricht es aus. Diese Vulkane formten also die für den Hegau typischen Hügel, auch den Hohen Krähen. Wir stehen also auf einem ehemaligen Vulkan. Und dieses Vulkangestein hat man schon vor fast 1000 Jahren richtig geschickt genutzt, um diese Mauern zu bauen. Eine gute Wahl, weil diese Steine besonders witterungsbeständig sind. Und nicht nur das. Bis ins letzte Jahrhundert hinein haben die Hegauer ihre Steine noch verwendet. Zum Beispiel als Gleisschotter für die Eisenbahn oder aber als Straßenbett für Autobahnen. Und weil man Basalt für so vieles brauchen konnte, hat man damals einfach beschlossen, den Hohen Stoffeln abzutragen. Denn der Hohen Stoffeln besteht fast komplett aus Basalt, der auch stärksten Beanspruchungen trotzt. Die Nachfrage nach solchen Baustoffen war Anfang des 20. Jahrhunderts groß. Deutschland wurde immer besser durch neue Eisenbahnlinien vernetzt. Also ein profitables Unterfangen, Basalt für den Gleisschotter zu brechen. 1914 begann der Abbau. Damals war der Hegau noch sehr ländlich geprägt. Und so freuten sich die Menschen in der Region auch über den Industrieaufschwung und neue Arbeitsplätze im Steinbruch. Der Betrieb war für damalige Verhältnisse hochmodern und wartete mit einer absoluten technischen Sensation auf. Einer Seilbahn, die das Gestein vom Hohen Stoffeln ins knapp 5 Kilometer entfernte Werk nach Mühlhausen brachte. Ich stehe hier auf dem Fundament eines dieser Seilbahnmasten. In dem Gebäude dort drüben befand sich der Brecher, der den Basalt zu Schotter zerkleinerte. Und direkt dahinter fuhr die Eisenbahn und brachte das fertige Produkt dann überall dorthin, wo es gebraucht wurde. Die Bahnlinie verläuft noch heute entlang den Überresten des Basaltwerks. Das Aus für den Betrieb kam schon 1938, auf Geheiß der Nationalsozialisten. Zunächst kam der Schotter vom Hohen Stoffel noch beim Bau der Reichsautobahnen zum Einsatz. Basalt als frostfeste Unterlage für die Fahrbahn.
Hier seltene Aufnahmen vom Bau der Teilstrecke zwischen Stuttgart und Karlsruhe, also der heutigen A8. Autobahnen spielten eine große Rolle in der Propaganda des Dritten Reichs. Sie versprachen Arbeit und sollten die Schönheit des Landes für jedermann erschließen. Aber auch der Hohenstoffeln galt vielen als Zierde unserer Heimat, Krone des Reichs. Und so fand eine Bürgerinitiative zum Schutz des Bergs am Ende Gehör. Die langjährigen Petitionen des Heimatdichters und einflussreichen NSDAP-Mitglieds Ludwig Fink aus Geienhofen führten schließlich dazu, dass Heinrich Himmler persönlich den Hohenstoffeln 1939 zum Naturschutzgebiet erklärte, was er bis heute ist. So wurde dieser Berg also nicht weiter abgetragen und all das hier ist erhalten geblieben. Für Geologen natürlich ein Traum, aber auch für Laien sind diese Basaltsäulen ziemlich beeindruckend, oder? Welche Kräfte hier gewirkt haben, um diese Massen aus geschmolzenem Gestein an die Oberfläche zu befördern, wo es in diesen charakteristischen, meist sechseckigen Säulen erstarrte. Faszinierend. Ein anderer Vulkan, gut 13 Kilometer nördlich vom Hohenstoffeln, Hövenick. Grundwasser füllt heute das Loch, das Steinbrecher hineingegraben haben. Hier wurde noch bis 1979 Basalt abgebaut. Auffällig ist, dass der Hövenegg nicht hoch über die umgebende Landschaft hinausragt. Warum das so ist, will ich von Matthias Geier erfahren. Er ist Geologe und Experte für den Hegau. Ja, Herr Geier, das ist ja hier einfach ein wahnsinnig grandioser Blick. Man sieht ja da hinten dieser schwarze Bereich, das ist Basalt, da drüber Asche, Tuff, was habe ich da? Über der Geländekante etwas zurückgesetzt. Ah, praktisch da oben, wo ich diesen Ausschnitt so sehe. Die helleren Bereiche, das sind Tuffe. Okay, und ist das alles gleichzeitig entstanden bei einem Ausbruch des Vulkans oder wie kam es zustande? Nein, es gab im Hegau mehrere Phasen eines Vulkanismus, der sich nach und nach entwickelt hat. Und die erste Phase des Hegau-Vulkanismus waren die Tuffe, die ausgeschleudert worden sind, tatsächlich explosiv gefördert worden sind, mit hohem Druck. Mhm. Wir haben im Hegau insgesamt an manchen Stellen Mächtigkeiten von fast 100 Meter an solchen Tuffen. Das ist ja hier schon wirklich sehr beeindruckend, wenn man an dieser Wand steht. Jetzt ist es ja so, die Tuffschicht ist oben, Basalt ist unten, aber Tuff ist älter. Wie kommt das? Die Beobachtung ist völlig richtig. Der Basalt, der hier an der Wand ansteht, wird von dem Tuff überlagert, der eigentlich älter ist. Und dieser Basalt im unteren Teil des Steinbruchs ist ja aufgedrungen in einem Förderschlot, der zuvor von den Tuffen angelegt worden ist. Der Basalt hat also den Weg genommen, der schon Millionen Jahre vorher durch die Tuff-Vulkane gebahnt worden war, ist hier aber unter den Tuffschichten stecken geblieben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die meisten anderen Hegau-Vulkane. Wie am Hövenegg müssten dann auch sie nur eine sanfte Erhebung unter einer emporgestemmten Tuffschicht sein. Aber südlich vom Hövenegg stehen sie als steile Zacken in der Landschaft. Warum? Ursprünglich lag hier eine mehrere Meter hohe Schicht Tuff auf dem Phonolithgestein. Jetzt ist hier nur noch der blanke Fels zu sehen. Wie kommt's? Schuld sind die Gletscher der Alpen. Die Alpen sind tatsächlich in Sichtweite der Hegau-Vulkane. Wenn während einer Eiszeit riesige Gletschermassen von den Alpengipfeln ins Tal strömen, kann man sich gut vorstellen, dass sie sogar den Hegau erreichen. Über Zehntausende von Jahren haben die Eismassen mit ihren unermüdlichen Bewegungen alles abgeschliffen und abgetragen, was ihnen im Weg stand. Tuff ist leicht und weich und wurde von den Gletschern einfach weggeschoben. Die viel härteren magmatischen Gesteine, Basalt und Phonolith, widerstanden den Gletschern und wurden vom Eis regelrecht aus der Landschaft herauspräpariert.
Seit das Eis zurückgegangen ist, stehen Hohentwiel und Hohenkrähen quasi nackt da. Das Eis reichte aber nie bis zum Höveneck. Deshalb bedeckt dort der Tuff, wie vor der Eiszeit, noch heute den Basalt. So haben Feuer und Eis den Hegau geprägt. Es gibt hier aber nicht nur vulkanische Gesteine, die sich die Bewohner zunutze gemacht haben. Ein Beispiel dafür kann man am Stadttor von Tengen bewundern. Schauen Sie mal. Hier oder auch dort jede Menge Reste von Muschelschalen. Ein Zeichen dafür, dass all das hier tatsächlich mal Meeresboden war. Schon ein besonderer Baustoff. Mit diesem sogenannten Randengrobkalk baute man bereits in der Antike. Hier die Überreste eines römischen Landguts bei Büßlingen nahe der Schweizer Grenze. Der Randengrobkalk hat aber nichts mit dem Jurameer zu tun, dessen Kalkgesteine man auf der benachbarten Schwäbischen Alb findet. Er ist viel, viel jünger. Molasse ist der Fachausdruck, den diese Gesteinsschicht bekommen hat. Es gab Süß- und Meerwassermolasse im Wechsel hier im Hegau. Ich stehe jetzt hier am Südrand der Schwäbischen Alb und schaue über den Hegau Richtung Alpen. Und genau in dieser Senke zwischen Alb und Alpen, darin lag früher das Molassemeer. Die Auffaltung der Alpen hat nicht nur den Vulkanismus ausgelöst, sie hat auch dazu geführt, dass sich nördlich der Berge ein riesiges Becken bildete. Diese Vertiefung lief mit Wasser voll, das von den umgebenden Bergen hinunterfloss. Große Mengen Sediment wurden so in einen riesigen See verfrachtet und lagerten sich an dessen Grund ab, als Süßwassermolasse. Vor etwa 20 Millionen Jahren sank dann die Landbarriere ab, die das Becken von den nördlichsten Ausläufern des damaligen Meeres trennte. Und so drang Salzwasser in das Becken. Meeresmolasse mit zahlreichen Muschelschalen entstand. Eigentlich geht der Prozess sogar heute noch weiter. Am Grund des Bodensees entsteht quasi die Süßwassermolasse der Zukunft. Ablagerungen, in denen Gesteine durch die Kraft des Wassers fein zerkleinert wurden, bilden einen wertvollen Rohstoff, der in dieser Grube bei Frickenweiler abgebaut wird. Kaum zu glauben, aber aus diesem Material kann man Häuser bauen. Über Jahrtausende wurden hier feine Lehm- und Tonschichten am Grund von Gewässern abgelagert. Heute ein Rohstoff, der tonnenweise ins Ziegelwerk Ott nach Deisendorf verfrachtet wird. Dort wird das Material in einer Mühle nochmals zerkleinert und durchmischt. Anschließend geht es per Förderband in die Werkshalle und landet in einer sehr großen Presse. Dieser Prozess läuft weitestgehend automatisiert ab. Die rechteckige Presswurst aus Lehm wird mit einer Art Drahtmesser in Quader zerschnitten. Im Querschnitt erkennt man in ihrem Inneren eine Wabenstruktur. Diese ist statisch so aufgebaut, dass sie große Lasten tragen kann. Hier entstehen Mauerziegel. In diesem Zustand sind sie allerdings noch verformbar. Damit man mit ihnen wirklich Häuser bauen kann, müssen die Ziegel bei etwa 1000 Grad Celsius in diesem Ofen gebacken werden. Nach dem Abkühlen ist das Endprodukt schon fast fertig.
Die Ränder der Ziegel werden jetzt nur noch geglättet. Und dann muss jeder einzelne Ziegel den Qualitätscheck bestehen. Auf Paletten gestapelt und mit Folie geschützt sind sie bereit für den Verkauf. Mit diesen Ziegeln aus Hegauer Boden kann man alles bauen. Den Hof erweitern. Oder ein Einfamilienhaus auf die grüne Wiese stellen. In Hilzingen ist der Bauboom ausgebrochen. Unter der Oberfläche des Baulands befinden sich allerdings echte Schätze, die vor den herannahenden Baggern in Sicherheit gebracht werden müssen. Der Konstanzer Kreisarchäologe Jürgen Halt und das Grabungsteam sind auf etwas ganz Besonderes gestoßen. Jahrtausende alte Bestattungen samt Grabbeigaben. Wir sind jetzt hier am Rand von einem dieser zwei Gräbergruppen, die wir hier im Baugebiet feststellen konnten, in Hilzingen. Und sehen jetzt vor uns ein freigelegtes Grab. Die Mitarbeiterin legt gerade ein Keramikgefäß frei. Und besonders gut ist natürlich jetzt zu sehen, wie aufwendig dieser Grabbau war mit den vielen Steinen, die als Einfassung, aber auch als Abdeckung gedient haben. Sind das besondere Steine oder was wissen Sie darüber? Ja, also das sind jetzt keine behauenen Steine. Man hat Steine gesucht, die eben geeignet sind. Aber wir sehen es an der Zusammensetzung, dass die zum Teil hier aus diesen eiszeitlichen Moränenschottern sind, also die mit dem Gletscher abgelagert worden sind. Es sind aber auch vulkanische Steine dabei. Wie sowas hier, das ist dann vulkanischen Ursprungs, ein sogenannter Phonolith, der hier bei den umgebenden Vulkanen gebildet wurde. Also das ist durchaus ein Aufwand, der betrieben wurde, um diese ganzen Steine zu sammeln und dann dieses Grab zu bauen. Ein Stück weiter wird ein anderes Grab gerade auf seine Bergung vorbereitet. Feuchtigkeit verhindert, dass die Funde an der Luft quasi zu Staub zerfallen. Entdeckt haben, weil wir jetzt im Untersuchen. Und das sieht hier jetzt schon völlig anders aus. Innen drin jetzt einmal die Knochen von der verbrannten Person, die man vom Scheiterhaufen abgesammelt hat. Ein verziertes Keramikgefäß, möglicherweise war ein Getränk darin. Und dann hier dieser Becher, mit dem man dann auch das Getränk zu sich nehmen konnte. Und ein unverbrannter Knochen, wie es sofort auffällt. Und was könnte das für einer sein? Also das ist ein Tierknochen und hat dann also nichts mit dem Toten zu tun. Er durfte also vom Schwein stammen und vielleicht ein Teil von einem Ferkel oder Spanferkel oder sowas war wahrscheinlich eine Speisebeigabe. Also das war so die Wegzehrung für die Fahrt ins Jenseits. Doch nun müssen die Funde der Bebauung weichen. Raus aus der Grube, in der sie über 3000 Jahre lang ungestört lagen. Ja, also das ist natürlich sehr schön. Wir sehen hier die Verzierungsmuster, die direkt unterm Rand sind, passend zu dieser Phase der späten Bronzezeit. Ich gebe es mal weiter. Das ist nämlich ganz zierlich und filigran, leicht. Ganz leicht, genau. Ja, ja. Und wie gesagt, eben noch handgetöpfert ohne Töpferscheibe. Und das ist schon auch echtes Kunsthandwerk, muss man sagen. Ja. Etwa 3000 Jahre alt. Und wissen Sie schon, ob das hierher gebracht oder hier gefertigt wurde? Das können wir im Moment noch nicht genau sagen. Da müsste man dann mehr Untersuchungen machen. Und wenn man sich das unter dem Polarisationsmikroskop anschaut, wie das zum Beispiel mein Kollege Hans Oelze gemacht hat, dann kann man daraus einiges ablesen. Für diese Funde aus der Bronzezeit stehen die Analysen noch aus. Aber keltische Keramik, die einige Jahrhunderte jünger ist, hat Hans Oelze bereits auf ihre Zusammensetzung hin analysiert. Wir treffen ihn im dendrochronologischen Labor in Hemmenhofen. Um die Herkunft dieser keltischen Schale festzustellen, hat er von einer Scherbe Dünnschliffe angefertigt. Also Querschnitte, die nur 30 Mikrometer dick sind, sodass Licht hindurchscheinen kann. Dadurch erkennt man unter dem Mikroskop einzelne Sandkörnchen und Kristalle. In polarisiertem Licht zeigen verschiedene Mineralien ganz charakteristische Farbmuster und lassen sich so eindeutig bestimmen. Was wir hier sehen, ist eine
Keramikschale, etwa 2400 Jahre alt. Die wurde auf der Töpferscheibe hergestellt, auf der schnelldrehenden. Und das ist eine Technik, die zu der Zeit ganz neu sich in unsere Richtung ausbreitet. Und unsere Frage war, ist dieses Stück importiert, von weit hergeholt, oder wurde es vor Ort gefertigt? Hat sich also die Technik hier schon durchgesetzt? Und um das rauszufinden, da gibt es eine glückliche Fügung. Wir haben hier eine hervorragende geologische Situation mit unterschiedlichen Vulkanen und dementsprechend unterschiedlichen Mineralen, die wir an den Bergflanken finden. Und in der Mischung mit dem Lehm, den man an den Hängen der Vulkane findet, hat man also im Grunde die perfekte Rohstoffkombination. Wenn wir diese Kombination aus dem Lehm von hier und den Vulkaniten in einem dieser Gefäße finden können, dann wissen wir, es wurde tatsächlich hier gefertigt. Eindeutig von hier entnommen. Und genau diesen glücklichen Zufall, den haben wir hier. Hier erkennen wir die entsprechenden Kristalle, nach denen wir suchen. Eben in dem Fall ein Klinopyroxen, was typisch ist für den Phonolith, also beispielsweise für das Magma und die Lava vom Hundwil. Das ist der Beweis dafür, dass diese schöne Schale tatsächlich direkt von hier stammt. Also wir wissen jetzt eindeutig, sie wurde im Hegau gefertigt. So tragen Archäologen viel dazu bei, dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie die frühen Hegau-Bewohner hier gelebt haben. Aber was ist mit noch älteren Bewohnern, als es noch gar keine Menschen gab? Welche Tiere zum Beispiel haben vor 14 Millionen Jahren die Vulkanausbrüche miterlebt? Und wie muss man sich die Landschaft zu dieser Zeit vorstellen? Vieles deutet darauf hin, dass es im Hegau bereits damals zahlreiche Fließgewässer gab, mit einer Savannenlandschaft drumherum, die durchaus Ähnlichkeit mit Gegenden im heutigen Afrika hatte. An den Ufern der Bäche, Flüsse und Seen konnte man große Schildkröten treffen. Und Riesensalamander, die gut anderthalb Meter lang wurden. Dazu zahlreiche Grasfresser wie das Urpferd Hippotherium. Natürlich Raubtiere, die es auf die Pflanzenfresser abgesehen hatten, wie der Bärenhund. Das Wissen über die damalige Hegau-Fauna verdanken wir Paläontologen des Naturkundemuseums Karlsruhe. Professor Dino Frey nimmt uns mit ins Magazin des Museums. Ja, hier war es ganz Besonderes. Das ist nämlich ein fast vollständiger Schädel von einem dreizähigen Urpferd aus dem Höveneck. Ja. Dieser Schädel, der ist etwa 15 Millionen Jahre alt und ziemlich vollständig. Hier liegt der Unterkiefer. Das ist die Spitze des Unterkiefers mit den Eckzähnen, Schneidezähne. Wunderschön erhalten. Aber so schön am Stück findet man Fossilien fast nie. Zwischen fertig präpariertem Schädel und frisch ausgegrabenem Fund liegt doch ein kleiner Unterschied. Ja, das ist auch ein Unterschied, denn was wir im Gelände mitnehmen, das ist genau das hier. Ja? Das heißt, wenn man gräbt, dann legt man Knochen frei. Man sieht, das ist irgendwas. Vielleicht kann man es bestimmen, vielleicht nicht. Aber dass die Knochen nicht aus ihrer Situation rausrutschen, kriegen den Gipsmantel. Das ist ein Rupfensack mit ganz normalem Gips, der dann um das Fossil rumgelegt wird. Man gräbt es auch etwas frei. Und dann geht das Gefummel los. Je nachdem, wie das zerdrückt ist, ist so eine Präparation in 3-4 Wochen erledigt. Wenn es aber sehr kompliziert wird, kann es schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gehen, bis man dann so ein Ergebnis hat. Und es geht ja nicht nur darum, die Knochen hier rauszuholen, sondern man sieht ja hier, muss ergänzt werden. Ja, das muss alles von Hand gemacht werden und dafür sind Präparatoren da, die geschult sind, sich um sowas zu kümmern. Momentan haben wir einen Nashornschädel in Arbeit, der sowas von verdrückt ist, dass ich mich manchmal wundere, mit welcher Geduld die Ricke, unsere Präparatorin, an die Arbeit geht. Ich würde nach 5 Minuten hinschmeißen. Sie ist die geduldige Puzzlerin, Rike Zimmermann. Und das ist schon seit 3 Monaten ihre Aufgabe. Das ist der Schädel von einem hornlosen Nashorn, Acerotherium incisivum. Es ist so, dass es zerbrochen ist
und dann nochmal zusätzlich überschoben. Und währenddessen sind die ganzen Zähne zerfallen, zersplittert. Und diese einzelnen Splitter, die baue ich jetzt oder versuche ich sozusagen zusammenzubauen. Genau so. Also meistens sieht man schon, ob die Form einigermaßen passt. Aber weil es gerade eben dadurch, dass das gesplittert ist, ist ganz oft, dass es sehr, sehr fein und sehr, sehr dünn ist. Und da muss man einfach nur probieren, weil da sieht man oft nichts mehr. Und andersrum ist, dass man anfängt mit dem Zahnschmelz und der Kaufläche, die schön glänzt. Das ist das, was man sieht. Das ist wie beim Puzzle, den Rand zuerst und dann gucken, von da aus weitermachen. Also zuerst mit Knete, Plastilin versucht man das erstmal so weit, weil man ja nur zwei Hände hat, so weit festzustecken und zu gucken, ob das alles zusammenpasst und wenn es denn passt, mit Sekundenkleber. Man muss immer mal abwechseln, dass man einen anderen Zahn nimmt, um mal wieder was Neues zu sehen. Und wenn man am nächsten Tag wieder einen anderen Zahn nimmt, dann findet man schneller wieder was. Wie die Fundsituation von Nashorn und Co. im Hegau ungefähr aussah, ist hier im Museum nachgestellt. Das hier ist ein sogenanntes Lackprofil. Und das wird direkt im Gelände abgenommen. Das heißt, das stammt aus dem Hövenick selbst. Und da oben sehen wir die Grasnarbe, den Rucksack, den man beim Graben halt so dabei hat. Darunter kommt junges Material. Man sieht hier Verwitterungslagen. Und hier beginnen die Hövenick-Schichten. Das sind also die Lagen, wo die Knochen drin sind. Und wenn wir graben, dann folgen wir diesen Schichten Stück für Stück nach unten. Und wenn wir dann Knochen finden, dann werden wir die sofort eingipsen. Wir haben hier Sandstein, was ganz typisch ist, für Fließgewässer. Das war wahrscheinlich ein großes Fließwassersystem mit Gras, Steppenlandschaften drumherum. Und wenn wir Fließwassersysteme haben, dann kann in ganz kurzer Zeit bei Hochwasser sehr viel Sediment reingespült werden. Und wenn Tiere dann dabei ertrinken, wenn so eine Hochflut kommt, dann werden die gesamten Leichen abgelagert und dann schnell zugedeckt. Dann bekommen wir die schönen Skelette. Wären sie dagegen Opfer des Vulkans geworden, wäre wohl kaum so viel von ihnen übrig geblieben. Wie hier vom Urpferd Hippotherium, das nicht auf einem einzelnen Huf lief, sondern noch drei Zehen hatte. Spektakulär, wie vollständig die Skelette erhalten sind. Zu bestaunen im Naturkundemuseum Karlsruhe. Zurück vor Ort im Hegau. Die Stadt Singen wird vom Hohen Twiel überragt. Auf dem Gipfel dieses Vulkans thront eine der bedeutendsten Festungsruinen Deutschlands. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Festung fünfmal vergeblich belagert. Im 18. Jahrhundert dienten die Verliese des Hohen Twiel als Staatsgefängnis von Württemberg. Der Hohen Twiel wurde nie eingenommen und doch steht heute nur noch eine Ruine. Schuld ist Napoleon. Gegen seine modern ausgerüstete Armee, die im Jahr 1800 vor den Toren stand, erschien dem Befehlshaber der Festung Widerstand dann doch zwecklos und er übergab sie kampflos den französischen Truppen. Und Napoleons Soldaten haben die Festung dann geschleift, also teilweise gesprengt und zerstört, damit sie fortan nie wieder gegen die französischen Truppen eingesetzt werden konnte. Der Hegau. Eine Region reich an Geschichte. Und mit explosiver Vergangenheit.